Hallo, herzlich willkommen zum 11. Thomas-Besuch-Video. Wir sind jetzt beim Edeka Marktkauf McFit Areal. Schwenken rüber, da oben haben wir dieses Schulgebäude. Da gibt es einen Udo-Snacks. Und wir schauen, ob wir zum Loreto Areal kommen, obwohl jetzt da sehr viele Fußgänger unterwegs sind, die natürlich dann stören irgendwie. Hier haben wir eine Weinhandlung auf dem Weg. Das ist eine Südstadtschule. Beratungsteam und Psychologen. Kleiner Kindergarten in der Ecke Lichtensteinstraße. Jetzt wissen wir auch, wie die Schule heißt. Das ist die Hügelschule. Und hier wird Tante Lisbeth gesucht. Das Kinderhaus heißt Eugenstraße. Und wir sehen am 27. Dezember alles total grün in Tübingen. Hier oben das Parkhaus vom Kaufland auf die Rückseite, Spielstraßenende. Das waren irgendwann mal alternative Wohnungen und Franzosenwohnungen. Das hat sich auch alles in Richtung modern und schön und vermutlich teuer geändert. Und auch hier wird gebaut. Die Blöcke sehen eher noch ein bisschen alt aus. Diese Seite ist nicht viel Spannendes. Hier haben wir eine Apotheke am Stammplatz.
Hier wieder ein Graffiti beladener Zigarettenautomat. Hier ist der Pausenhof. Zumindest im Sommer. Ein wunderschönes kleines Plätzchen. Hier ist ein Reisebüro und Platz von Teilauto. Die Schilder vom französischen Viertel. Der Elektrobex, die Volksbank. Hier weiter geht's zum LTT. Hier hat ein arabischer Bäcker aufgemacht. Aber ob der wirklich bäckt oder ob der nicht nur aufwärmt, das sieht sehr nach Aufwärmautomaten aus. Vielleicht macht er irgendwelche arabischen Sachen. Er schwenkt noch mal zurück zum Standplatz, der eigentlich kein Standplatz mehr ist, sondern nur noch ein Platz. Man hat wie immer alles dem ökologischen Wahnsinn geopfert oder auch nicht. Für diese schönen Plätze hätte man sich auch um die versifften Straßen kümmern können. Die sind wieder in einem Zustand, hier wie fast überall. Aber es ist wichtig, für ein paar Millionen Fahrradbrücken zu bauen. Selbst wenn diese von dem Land mitbezahlt werden. Hier haben wir die Mathildenstraße. Auch eine eher nicht so sehr besuchte Ecke. Trotzdem gibt es natürlich immer noch sehr viel Umtrieb. Da vorne können wir jetzt dann Richtung Loreto abbiegen. Wir bleiben auch vermutlich innerhalb der 10 Minuten. Da oben ist ein Computerladen bzw. um die Ecke. Der aber über Weihnachten geschlossen ist. Hier ist irgendein Gebäude, das sieht aus, als wenn das mal eine Gaststätte war, aber ist anscheinend keine mehr. Hier haben wir richtig schöne alte Gebäude. Aber auch hier die Straßen in nicht mehr deutschem Zustand. Hier unten diese schönen Kelleröffnungen. Thank you.
Und jetzt sind wir an der Ecke Katharinenstraße und die Zeit läuft davon. Wir müssen also ein zweites Video machen. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, empfehlt es weiter, abonniert den Kanal. Vielen Dank.